Hallo, seid gegrüßt. Da komme ich gerade nach Haus, war ein bisschen einkaufen und so. Und da lag so ein Kärtchen bei mir im Briefkasten, dass ich doch das Paket, das man mir zugesendet hatte, bei meiner Nachbarn oder auch Nachbarin abholen solle. Ich war mir gar nicht bewusst, dass ich noch ein Paket bekomme. Aber es ist tatsächlich dieser große Umschlag hier angekommen. Ich hoffe, man kann das jetzt nicht lesen. Ich habe es jetzt nicht durchgestrichen. Ja, ich war etwas überrascht, da hatte ich nämlich gar nicht mehr dran mit gerechnet, konnte mich gar nicht mehr dran erinnern, richtig. Und zwar handelt es sich jetzt nicht um Film oder dergleichen, sondern mal was ganz anderes. Ich dachte, ich lasse euch mal ein wenig daran teilhaben, denn viele von euch wissen ja, dass ich so als Cartoonist und Illustrator mein Geld verdiene, also auch schon mal Bücher illustriere, Produktsachen, Schokoladenlutscher und was weiß ich alles illustriere. Und so hatte ich vor einiger Zeit auch wieder mal für den Weltbildverlag ein Buchcover erstellt, beziehungsweise einen ganzen Umschlag. Und so wie es aussieht, hat man mir heute die Musterexemplare zukommen lassen. Ich habe zwei Cover wieder erstellt. Ich weiß jetzt nicht mal, welches sich darin befindet, weil ich habe von beiden noch keine Musterexemplare erhalten. Eines davon ist schon, ich glaube, 8 Monate oder ein Jahr her. Und ich habe noch immer nichts davon gehört, während das andere 4 Monate her ist. Also es dauert manchmal recht lange, Entschuldigung, der PC ein bisschen laut, der Laptop ein bisschen laut, es dauert manchmal recht lange, bis ich etwas in den Händen halten darf, um zu sehen, wie sich denn das Ganze macht. Also, dieser Umschlag hier mit, ich weiß nicht, vielleicht ein, zwei Belegexemplaren, oder zwei sind es bestimmt, vielleicht sogar 4, ich weiß jetzt nicht, wie dick die Bücher sein sollten, aber ich würde sagen, ich schaue mal rein, ich bin nämlich wirklich sehr neugierig, wie die Bücher geworden sind. Soll auch nur ein ganz kurzes Video werden. Und wie oft habe ich jetzt gesagt? Ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt. Also ich freue mich immer, wenn die Belegexemplare kommen, wenn ich endlich sehen darf, was denn da oder ja, dass meine Motive halt quasi wieder irgendwo vorne drauf sind, in den Läden stehen. Wobei in diesem Fall halt nur in den Weltbildläden und den Weltbildkatalogen. Aber okay. Ich sehe schon, es sind 2 Bücher. Einmal kurz ein netter Brief vom Weltbild Verlag. Ganz kurz reingeschaut. Paket. Ups. Das große Witzebuch 2500 Witze zum Kaputtlachen. Das war das Buch, das ich illustriert habe. Und dann noch eins, was glaube ich eben 3000 Witze hieß. Sehr geehrter Herr, beiliegend erhalten Sie 2 Belegexemplare der ersten Auflage des oben genannten Titels. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und verbleiben mit freundlichen Grüßen Verlagsgruppe Weltbild. So sieht das dann in der Regel aus. Aber gut, wollen wir was. Da haben wir es. Das große Witzebuch. Ich durfte, wie gesagt, den kompletten Umschlag illustrieren. Einige von euch kennen das Motiv bestimmt. Schon. Es ist halt so, dass ich zeige euch das gleich, dass ich von den Verlagen oft halt gefragt werde, ob ich vielleicht schon etwas an Material in der Schublade liegen habe, damit ich nicht extra neu erstellen muss, was dann meistens sehr etwas teurer ist, wenn ich nochmal extra ganz neue Zeichnungen anlegen muss. Deswegen frage ich schon mal, ob ich irgendwas in der Schublade habe, das man vielleicht für ein Buchcover verwenden könnte. Und so war es auch wieder in diesem Falle. Und zwar durften wieder meine Schafe das Witzebuch. Ich versuche das jetzt mal ranzusuchen hier mit der schönen Fernbedienung. So sieht das gute Stück aus. Das durfte ich also illustrieren. Mit diesen beiden Schafen, Schweinchen. Ich habe da ja schon ein paar Bücher gemacht mit diesen Schafen, auch vom Weltbild Verlag. Einmal, das ist ein richtig dickes Buch. Wie gesagt, 2 Stück, 2 Belegexemplare habe ich bekommen. Ist leider auch ein bisschen mager geworden in den letzten Jahren. Also es hat sich, ich versuche mal wieder zurück, damit ihr mich seht. Es hat sich da auch sehr viel geändert. Also früher bekam man einen ganzen Karton mit Belegexemplaren. Also da waren so 10, 20 Bücher hatte man schon mal als Belegexemplare. Auch das hat sich leider sehr geändert und man bekommt teilweise nur noch 1 oder 2. Die armen Leute müssen halt überall dran sparen. Aber ich freue mich doch immer sehr, wenn ich diese Cover machen darf und so. Und finde dieses jetzt auch
Ist richtig gut gelungen. Auch mit der Schrift bin ich sehr zufrieden. Also hat man schön gemacht, weil ich bin manchmal am Nörgeln wegen der Schrift auf den Büchern und so, möchte da gerne meine eigene Schrift machen. Man hat ja immer gewisse Vorstellungen, aber da lässt man mich nicht so ganz machen. Ich darf eben nur, wie gesagt, den kompletten Umschlag illustrieren. Texte, Schriften und bla 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 wird dann von Weltbild oder welchem Verlag auch immer selbst gemacht. Schauen wir mal ganz kurz rein. Wie sieht es denn aus im Impressum? Umschlag. Was? Achso. Umschlagmotiv Ente Andreas Inders. Das bin ich. Ja. Ja, so schaut's aus. Ich bin sehr happy, diese Bücher endlich in den Händen halten zu dürfen. Es gab, wie gesagt, noch ein Buch, das ist eigentlich schon viel, viel älter. Da warte ich, glaube ich, schon ein Jahr drauf. Für dieses Buch hatte ich das Motiv sogar extra erstellt. Aber ich habe bisher kein Belegexemplar bekommen. Ich weiß noch nicht mal, ob die existieren. So sehen sie aus. Wie erwähnt, mache ich ja auch Produktillustrationen. Wie müsst ihr jetzt mal zu Halloween darauf achten, ob es Schokolollis gibt mit so Halloween-Motiven. Eine Mumie, was war da alles? Mumie, Hexe, Geist. Mumie war gar nicht drauf. Nee, Hexe, Geist, Vogelscheuche und Kürbiskopf. Die vier Sachen hatte ich, glaube ich, gemacht. Müssen wir mal schauen. Die sind nämlich dann von mir, die jetzt so zu Halloween in den Läden liegen, die Schokolollis. Ich hoffe, ich erwische auch welche. Leider bekomme ich zu den Schokolollis nie Belegexemplare. Dabei wäre das gerade eine leckere Sache. Da muss ich nämlich dann selber immer gucken, ob die Sachen auch hier zu bekommen sind, weil die oft sehr regional bedingt sind. Also man bekommt sie nicht immer überall. Genauso zu Weihnachten mache ich ja eben auch viele Weihnachtsillustrationen für so Schokoladenprodukte, die ich hier leider auch nicht immer sehe. Naja, das jetzt einfach mal zwischendurch, weil ich gerade ein bisschen happy war und mich gefreut habe. Okay, das war's. Ich habe ausgepackt, einen kleinen Umschlag und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Und es war ein bisschen was anderes war. Also, mach's gut. Ciao.